Grundsätzlich ist es so, dass das heimliche Mitschneiden von Bild und Ton unzulässig ist. Geschieht dies in geschlossenen Räumen ohne Zustimmung des Hausrechtsinhabers, ist es zunächst einmal eine Hausrechtsverletzung. Wird er darüber nicht informiert, dass sein gesprochenes Wort mitgeschnitten wird, ist es eine Straftat. Wird heimlich gefilmt, verletzt das die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen. Drängt sich mir der Eindruck auf, dass es RTL, wenn jetzt hier mit der Pressefreiheit argumentiert wird, nicht um die Pressefreiheit geht, sondern die RTL will das gängige Stilmittel in der Nachmittagsschiene und schon bei Punkt 12 erhalten, mit dem Stilelement der versteckten Kamera das Publikum an sich zu binden. Wenn Sie das regelmäßig und häufiger sich anschauen, dann stellen Sie fest, dass das immer die gleiche Dramaturgie hat. Es gibt immer einen, der das ein bisschen schlecht macht und einen, der das ziemlich schlecht macht und einen, der dann empörend schlecht ist. Da haben Sie dann die hohe Emotion und dann tatatata. Im letzten Akt haben sie einen, der das dann doch vorbildlich gemacht hat. Und das zeigt RTL seinen Zuschauern gern. Mögliche Rechtsverstöße werden offenbar in Kauf genommen. Konsequenzen scheinen die Macher nicht zu fürchten. Wo kein Kläger, da kein Richter. In der Regel kann der Sender davon ausgehen, setzen sich die Beteiligten nicht zur Wehr, weil sie entweder keine Rechtskenntnisse haben, dass man sich zur Wehr setzen kann, oder auch die Risiken scheuen, vor Gericht zu gehen etc. Wenn sie also von 100 Fällen bei 90 Fällen sicher wissen, da passiert nichts, gleichzeitig aber wissen, dass es inzwischen ein sehr eingeführtes, gängiges und erfolgreiches Stilmittel in einem Fernsehprogramm ist, ist es meines Erachtens schlicht ein kalkulierter Rechtsbruch. Auch die Öffentlich-Rechtlichen testen mit versteckter Kamera. Wackelig verschwommene Bilder, auch hier oft Stilmittel. Dennoch strenge Kriterien. Der Wortlaut wird nachgesprochen. Also hier kann ich Ihnen einen empfehlen. Dazu gibt es den günstigen Pauschaltarif. Ich drucke Ihnen mal einen Vertrag aus. Ich glaube in der Tat, dass das inflationäre Umgehen mit versteckter Kamera, gerade durch die privaten Medien, dazu führen kann, dass die Rechtslage sich insgesamt verschärft, diese Gerichte das auch zunehmend verbieten werden, wenn die Beteiligten klagen. Und dann wir auch eine eingeführte Rechtsprechung haben, die dann auch zunehmend sich auf, sag ich mal, Formate wie Panorama, Report, Spiegel TV etc. auswirken kann. Und dann wäre auch seine Arbeit gefährdet. Markus Breitscheidel, Journalist. Er hat mithilfe der versteckten Kamera Missstände aufgedeckt. Zum Beispiel die systematische Vernachlässigung Pflegebedürftiger in Altenheimen. Das Thema Altenpflege war immer eine Schattenwelt. Wenn man es schafft, eben in diese Schattenwelt etwas Licht reinzubringen für die ganze Gesellschaft, dass es im Nachhinein einen Gewinn für die Gesellschaft bringt, dann denke ich, ist es sinnvoll, eben eine Kamera einzusetzen. So wie bei seinen Recherchen zur Leiharbeit. Ein Thema von besonderem öffentlichen Interesse. Das rechtfertigt die Aufnahmen mit versteckter Kamera. Doch für Markus Breitscheidel bleibt es die Ausnahme. Bei RTL scheint es die Regel. Als Stilmittel zur Unterhaltung des Publikums. Dieser große Einsatz eben von diesen Bildern wird dazu führen, denke ich, dass mein Arbeitsbereich durch die Gerichtsprozesse, die geführt werden, meines Erachtens auch zurecht geführt werden, mein Arbeitsbereich mehr und mehr eingeschränkt wird. Im Grunde genommen hat RTL sich da einen Bärendienst erwiesen, indem RTL hier sehr laut nach Pressefreiheit schreit, wird diese Entscheidung immer bekannter, wie ja auch dieser Beitrag zeigt. Und dadurch wird immer mehr auch bei den Betroffenen kommuniziert werden. Man kann sich dagegen wehren und im Regelfall ist die versteckte Kamera rechtswidrig und muss nicht geduldet werden. Das heißt, es wäre klüger gewesen, möglicherweise diese Entscheidung leise hinzunehmen und einfach weiterzumachen, als jetzt sehr laut nach Pressefreiheit zu schreien.